Und hallo und willkommen zurück zu Dinkum. Wie wir sehen können, wir haben Sakura Day. Da kam gerade noch unser Jingle. Das heißt, ja, im Grunde haben wir jetzt ein Jahres Anniversary schon fast, ne? Clover? Ach ja, stimmt, die hat da was bestellt. Das Pink Singlet. Fletch? You've been working very hard and noticed. Yes, wir können endlich Farming upgraden. Es wird auch Zeit. Wir haben es geschafft. Okay, das Pink Singlet, das Top machen wir hier mal irgendwo rein. Wir haben es endlich geschafft. Endlich, endlich, endlich. Wir gehen. Wir mal gucken. Wir haben eine andere Mucke, oder? Hey, Camellia. Ich pette euch wieder, auch wenn ich das nochmal nicht machen sollte, weil ich brauche eigentlich weiße Eier von euch. Könnt ihr mir ein paar weiße Eier mal wieder legen zwischendurch? Nee, ne? Ich knuddel euch zu sehr. Siehst du, guck mal, da kommt schon das nächste Plop. Wird prompt geliefert. So, mein Freund Roadrunner, hier, komm mal her. Ich muss dich mal auch eine Runde... Hallo? Hallo? Nein, ich will dich nicht driven, ich will dich petten. Hä? Da. Wie siehst du eigentlich aus? Was hat denn unser schlaues Buch? Warte mal. Animals, ja, die sind alle hier, guck mal, alle, bam, maximale Herzen, ne? Roadrunner gar nicht. Warum nicht? Oh, du hast nichts, du hast kein Shelter und du hast nichts zu essen, dann ist kein Wunder. 17 Tage habe ich die schon. Das geht aber gar nicht. Mist, wie machen wir das denn dann? Ich glaube, wir müssen umbauen. Das geht nicht. Wir können das können wir nicht machen. Du ernährst dich wahrscheinlich gerade nur von Luft die ganze Zeit hier, ne? Jetzt ist das auch nur hier bei den Mädels reingefallen. Komm mal her hier. Das geht nicht. So kann ich das nicht stehen lassen. Das geht nicht, weil der Zaun drauf ist. Wir müssen hier gerade eine Unterkunft machen. Das geht so nicht. Wenn das hier nicht geht. Wo habe ich denn den Shelter? Habe ich hier den Stall da? Okay. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen hier. Dann müssen wir das korrigieren. Oh boy, ja. So, dann muss ich das jetzt hier. Stehe ich im Weg? Wahrscheinlich schon. Warum passt das hier nicht hin? Weil die Blumen da im Weg sind? Nicht, eigentlich nicht. Ha. Ist doch groß genug. Jetzt macht das. Waren die Blumen weg? Ich krieg einen Knick. Okay, so, dann haben wir das gebaut. Dann muss ich das hier wieder abreißen. Was ist jetzt doof? Nein, Roadrunner, du bleibst hier. Du haust hier nicht ab. So. Ja, dann nehme ich das da gerade raus. Das hier ist ein bisschen doof. Hä, wo ist denn der Zaun? Hab ich den nicht mitgenommen? Ha? Du hast den Zaun da. Versteckt. Okay, du hast jetzt natürlich nicht viel Platz hier. Also wir müssen da unbedingt umbasteln. Das geht so nicht. Das Ding nehme ich mit. Das geht weg. Dann hast du hier ein bisschen Platz. Die Hütte kommt dann woanders hin, mal gucken. Blume, ja, hier kommt, lassen wir da hin, ist egal. Hütte kommt wieder, gute Frage, wo kommt die Hütte hin? Hier? Machen wir sie dahin. Ist jetzt nicht der beste Ort, direkt neben dem, ja. Okay, warte mal, so, dann haben wir das. Also einen Ort hast du jetzt, ne, warte mal. Genau, ein Shelter hast du und du brauchst was zu essen. Das heißt, wir müssen jetzt gleich mal zu Irwin und müssen dann nochmal was holen, weil das geht ja nicht hier. Du hast nichts zu futtern. Dann kann ich verstehen, dass du nicht gepettet, dass du nicht, nicht begeistert bist. Dann wäre ich auch nicht begeistert hier. So, wo lagern wir das Zeug denn ein? Da. Dann gehen wir erst zu Irwin und wir gehen zu Fletch unbedingt. Wir müssen Farming nächste Stufe haben. Ich will jetzt hier mal weiterkommen. Die anderen Tiere lassen wir gerade in Ruhe.
zu Erwin. Ich müsste echt noch mehr Tiere holen, aber es geht im Augenblick einfach nicht. Ich muss erstmal ein bisschen was schaffen. Oh, es ist heute Samstag doch. Erwin müsste doch offen haben. Closed. Macht er erst um 10 auf? 10 Uhr, okay. Moment, closed for Sakura Day? Nein, dann ist ja doppelt geschlossen. Dann ist ja heute Sakura Day. Oh. Kann ich denn hier hingehen? This book tracks the town's awards. Ach krass, Happiness, Amenities, Beauty, Museum, Economy, License. Ach krass, guck mal, hier sind Luftballons und so. Hey John. Guten Tag. Oh, I guess I should say Happy Sakura Day. Fröhlichen Sakura Day, okay. Vielleicht ist cooking up some snacks. Snacks, okay. I hope she doesn't snack mine for herself. Oh man. Hey Rain. Happy Sakura Day, Ryu. Dir auch ein Happy Sakura Day, Rain. It's a day to like celebrate Sakura. I'm like so happy to be part of it. Es wäre cool, wenn noch mehr Stände wären hier. Hey Melbourne. What even is a snack sizzle? Ich habe keine Ahnung, was ein snack sizzle ist. Was so gut, aber snacks anyway. Ich habe keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Hey Owen. Oh hey Rio. Oh, jetzt hat er mal noch Ballon. Tut mir leid. You look like you needed a balloon. Ich sah aus, dass ich einen Ballon brauche. Go have some fun. Dankeschön. Who would have thought air could be so much fun? Toll! Ach guck, die Mucke, die spielt da, ey, das ist, okay. Nice. Hey Theodore. Guten Tag, Ryu. I'm not even going to step foot into the museum today. Heute setzt du keinen Fuß ins Museum, okay. I've been told to relax and take it easy for Sakura Day. Okay, ja, dann chillen wir heute alle ein bisschen. Was mache ich denn dann? Aber ich kann eigentlich nicht relaxen. Oh, Mann. Guten Tag, Ryu. Das ist natürlich toll, dass jetzt der Fall jetzt ist. It's a Sakura Day today, so I'm chucking a snack sizzle for us all. What day is it? Well, tomorrow will actually mark the first year since you and I arrived here in Sakura. Ja, das erste Anniversary sozusagen. So in honor of our time spent here, I named today Sakura Day. Auch nicht schlecht. I'll tell you what, time goes quickly and when you're my age. Ich sagte was, die Zeit vergeht schnell und wenn du in meinem Alter bist, wenn du in meinem Alter bist. I can't believe how much Sakura has grown since then. Die hätte ich auch nicht gedacht, ne? Ah, guck mal hier da hinten. Sakura Day is a day to celebrate Sakura and how far we've come. Okay, on Sakura Day feiern wir also unseren Fortschritt. Auch nicht schlecht. And not to mention all the new friends we've made. Stell dir vor, wir hätten das Ding hier nicht gebaut, dann könnten wir ja gar nicht feiern. Stell dir vor, all die Freunde, die gemacht hätten. Ja, ich würde gerne mehr Freunde haben hier, aber es geht leider nicht, ne? Weil irgendwie darf ich nicht. So I hope you will stick around and join us as we ring in our next year here on Sakura. Also ich hoffe, du bleibst hier. Ja, wir leiten das nächste Jahr ein dann, ne? Can I have a snack? You'll have to hold your horses. Okay, ich muss meine Pferde stillhalten. Ich habe auch Hunger. It takes a bit to cook a good snack. Not to mention how many different sorts I've got to cook for everyone here. Okay. Nicht zu erwähnen, dass ich so viel... Okay, du kochst so verschiedene Sachen. I'll tell you what. Some of the folks here on Sakura can be picky eaters. Okay, einige der Leute hier auf Sakura können sehr... Er sieht total nicht begeistert aus. Können sehr pickisch sein, also sehr, sehr wählerisch sein in dem, was sie essen. Ich auch, ja. Myself included. Ja, siehst du, wir alle. The snacks will be ready around noon. Alles klar. So make sure you be back here at lunchtime. Okay. So in 5 Minuten. Alles klar. Wir sind in 5 Minuten wieder da. Ha. Ja, es ist schade, dass nicht mehr Leute da sind, ne? Ich hatte gehofft, ich kann das noch einkaufen. Ganz gewieft, ja. Hm. So, jetzt aber. Snack hier. Komm, Snack. Righto. Rio. These snacks are ready to go.
Das ist ein Hotdog in einem Sandwich? Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Trust me, it's an old family delicacy. Vertrau mir, es ist ein altes, eine Familiendelikatesse, okay. Now, what type would you like? Veggie snack, meat snack, meat. Righto. Now I've actually made this snack just for you. I put a lot of love into the snack. It's just a way of saying thanks for everything you've done for me this past year. Es ist eine Art Dankeschön für all das, was du das letzte Jahr getan hast. Not to mention everything you've done for Sakura. Nicht zu erwähnen, was du alles für Sakura getan hast. I hope you like it, mate. Ich hoffe, du magst es, Junge. Now go and enjoy the snack and the rest of Sakura Day. You've bloody earned it. Du hast es dir wahrhaft verdient, okay? A rare delicacy. Jetzt renne ich mit einem Hotdog durch die Gegend. Was ist das? A rare delicacy. Wow, 50-50, das muss ich mir wegpacken. Das Blödeste wäre cool, wenn hier noch mehr Spiele wären oder so, ne? Ach guck mal, er hat auch so ein Ding in der Hand. Oh, die haben alle so ein Ding in der Hand. Rennen die jetzt alle hier so rum? Ja, Theodor rennt hier jetzt auch so rum. Rennen die jetzt nur so rum? Essen die das gar nicht? Cool, John rennt auch so rum. Talk to Owen. What a ripper security. Fletch made me a veggie snack. It's bloody beautiful, mate. Okay, du hast einen Veggie-Snack gekriegt, ich hab Fleisch. Da guck mal, das Brot. She tops that Fletch. Die ist die Beste. Okay. Ja, es müsste mehr Spieldingens hier sein, ne? Das wär ganz cool. Mogo kommt hier aus dem Geschäft, wa? Was haben wir denn für Aufträge? Magpie Capture Reward. The Animal Research Center is offering increased reward for each Magpie delivered for a limited time. When you capture Magpie to drop off point for increased reward. Magpie? Was ist denn Magpie? Sind das die, die in der Wüste? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Alpha Croc. Alpha Croc has been spotted at this location. Okay. 3 Tage. Wir lassen es mal. Kommt schon noch. Gut, die rennen hier alle noch rum. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen was machen, ne? Ich habe ja nicht so viel. Komm, wir machen mal ein bisschen was. Okay, Sakura Day ist eigentlich ein Tag zum Ausspannen. Wo ist ja die Mucke wieder auf? Wir können ja nachher nochmal gucken. Die sind ja bestimmt noch da und feiern. Und ich weiß nur nicht genau, ob die so lange mit der Delikatesse dann in der Hand rumlaufen. Ein Jahr Sakura. Mann. Es ist schade, dass es nicht genau zur 100. Episode war. Dann hätte es genau gepasst, aber naja, wir sind ein bisschen drüber. Ich weiß gar nicht, welche Episode ist das? Diese 110. 111. Dann sind wir 11 Episoden drüber. Ich muss ein bisschen was machen, ne? Wir müssen ein bisschen Crops planten. Nicht ein bisschen. Bisschen gießen. Habe ich einen Ballon gekriegt? Nice. Okay. Ich hätte gehofft, dass ich jetzt noch ein bisschen was machen kann, aber ja, das ist doof, dass die natürlich zu haben. Aber gut, kann ich jetzt nicht ändern. Ich wollte jetzt extra die nächste Farmlizenz haben und darf ich nicht. Jetzt habe ich die Möglichkeit und ich darf nicht. Geht da rüber. Ich komme da nicht hin. Okay, jetzt kann ich gießen. Das ist echt ein bisschen... lieb alles. Geht nicht. Das ist ein bisschen blöde hier leider, aber naja. Das wird echt ein bisschen anstrengend, das alles noch fertig zu bauen dann hier. Ich muss das erstmal alles rübersetzen sozusagen und dann... Komme ich da rüber? Ne, muss ich von der anderen Seite machen. Ja, dann muss ich mal schauen, wie ich das machen kann am geschicktesten. So, wir gießen das mal alles fertig hier. Material wird nicht reichen. Nochmal gießen. Alpha Croc ist in der Nähe. So. Ja, ich dachte, jetzt kannst du das mal alles upgraden, juhu und so, aber nope. Naja, ist egal. Dann müssen wir das halt noch oldschool machen. So, okay, das haben wir auch alles erledigt. Ich muss noch einkaufen, ne? Oder verkaufen? Kann ich aber nicht, weil die machen heute Party den ganzen Tag. Spend 1000 Dings, ja, kann ich nicht. Kriege ich nicht. Wie viel sind das? 100. Guck mal, ich habe 100. Ja, ist egal.
Kann ich leider nicht sammeln. Weil heute, ich hätte beinahe gesagt, Nationalfeiertag ist hier. Ich muss auf jeden Fall nochmal Tiere besorgen. Hey, Ekalia. Scarlet. Alani. Das heißt, im Grunde genommen muss jetzt, Roadrunner muss jetzt erstmal klarkommen. Aber der ist ja eh schon seit 18 Tagen hier ohne Essen, ohne Unterschlupf. Von daher ist das dann jetzt nicht so schlimm. Du stehst immer an der Tür, ne? Ich kann dich kraulen, so viel du willst, aber das bringt nichts. Naja. So. So. Euch auch einen fröhlichen Sakura-Tag. Hey, ich darf dich nicht schneiden. Hey, hey. Jetzt. So, Kennedy, ne? Hab ich dich schon gepaddet hier? Evan, ich padde dich nochmal sicherheitshalber. So. Habe ich alles mitgenommen? Nee, da ich noch kacke. Tja, ich weiß auch nicht. Was mache ich denn jetzt dann? Dann ist ja nicht so viel, ne? Weil. Ich kann ja nichts machen. Ich brauche 4 Kacke, glaube ich, ne? Genau, eine Kacke zu wenig. Eine Kacke zu wenig. Nehmen wir noch eine Kacke hier raus. So. Das Blöde ist, es ist genau auf dem Samstag halt. Ich würde halt gerne noch ein bisschen was machen, aber naja. Tja, was mache ich denn jetzt? Das bringt gerade ein bisschen meinen Plan durcheinander. Nehmen wir alles mit hier. Oh. Zucker. Wir haben es Farming zumindest wenigstens geschafft, das ist schon mal schön. Dann müssen wir das morgen machen. Das Essen packe ich erstmal hier rein, würde ich sagen. Weil 50-50 ist schon verdammt viel, das würde ich auf jeden Fall behalten erstmal. Den Ballon baller ich auch erstmal hier rein. Fußboden kommt da rein. Tja, was mache ich denn jetzt? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich guck mal, ob wir für Rain noch was machen können. Wir haben Rain ja wirklich bald auf Maximum, ne? Ich frag mich ja, ob es dann auch eine Romantic Relationship geben kann hier. Wir gehen nochmal gerade zurück und gucken nochmal. Sag bloß, die rennen jetzt hier gleich noch mit der Delikatesse in der Hand rum. Ne, nicht mehr, okay. Ja, es fehlt noch ein bisschen, ne? Wir müssen hier noch ein bisschen mehr haben. Wahrscheinlich habe ich nicht genug gebaut. Hey, Rain. Hey Ryu, I hope you didn't like miss out on a snack. Nee, hab ich nicht. Ich hab noch einen Snack gekriegt, dankeschön. Mine was absolute Bonza. Okay. But apparently Flash has some kind of surprise for us tonight. Okay. Oh, ich bin gespannt. Was Tolles. We didn't, okay. Ich kann nichts anderes quatschen? Oh, na gut, mach's gut. I think I'm going to write a paper about Sakura Day and why it's so good. Oh, du schreibst, okay. Schreibst du was über eine Sakura Day? Auch nicht schlecht. Maybe that's the surprise Fletch has for us tonight, okay. Everyone gets to write an essay. Das glaube ich ja nicht. Ich glaube nicht, dass wir ein Essay schreiben. Da hätte ich auch keine Lust drauf, muss ich zugeben. Oh, guck mal hier. Sie ist auch begeistert. Jetzt bin ich ein bisschen eifersüchtig. Was hast du gesagt, Theodore? Du hast sie zum Blaschen gebracht. Hey, Owen. Oryo? Isn't today Bonza? And Flash still has a surprise for us. Your bloody beauty. Okay. Cool, die Mucke kommt immer von den Häusern irgendwie, ne? Ich finde interessant, dass die Musik von links kommt, obwohl eigentlich da der Subwoofer hier steht. Okay, jetzt geht er gerade nicht so viel. Das wächst, aber es wächst halt nicht so schnell, ne? Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe noch ein bisschen Zeit für heute Abend. Ich weiß ja nicht, was ist denn heute Abend um 18 Uhr? Dann bringe ich gerade mal... Habe ich noch was zu wegpacken? Nee, habe ich schon weggepackt. Tja, was mache ich denn dann? Ich bin überlegen, wie ich das abstecke hier noch, ne? Oh, wir müssen das alles auseinandernehmen, damit die Hundis hier weg sind. Tja, dann werde ich... Wow, was ist das denn? Fossil?
Alter, das ist aber. Holy moly. Okay, das ist ein etwas größeres Fossil. Ich lege es ihm hier vorne hin. Kann ich das im Museum abgeben? Ich denke mal schon, oder? Das ist ein bisschen sehr großes Fossil. Alter Schwede, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, wir werden alles auseinandernehmen jetzt hier. Die Hunis kriegen dann keine Wutze mehr hier. Denn wenn hier nachher was ist mit meinem Tier, dann habe ich ein Problem. Das kann ich hier nicht auf mir sitzen lassen. Darum muss ich hier alles kaputt machen. Müssen die Hundis sich ein neues Zuhause suchen hier. Dann habe ich ein bisschen ABM gemacht sozusagen, weil die Zeit jetzt noch rumgehen muss. Und dann bin ich gespannt, was die Überraschung ist für heute Abend. So. Dann ist das hier auch schon weg. Guck mal, dann siehst du hier nichts mehr. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Dann räume ich den Kram gerade weg. Und dann gehen wir mal zurück, weil es ist schon spät. Also das mit dem Fossil ist schon riesig hier. Ich hätte gesagt, das muss ins Museum. Muss mal gucken. Wenn es nicht ins Museum geht, wird es bei John verkauft. Ganz einfach. Ganz einfach. So, das hauen wir hier mal aus. Dann Steinkristall kommt hier rein. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und dann gucken wir mal. Dann ist ja heute nicht viel, ne? Das ist ein bisschen Herb-Derb-Tag heute hier. Gut, mal gucken. Vielleicht mache ich die Episode dann kürzer, wenn nichts Besonderes mehr ist hier. Aber wir schauen mal. Happy Sakura Day. Was hat Fletch denn noch vorbereitet für heute? Die sehen eigentlich ganz cool aus. Vielleicht mache ich die auf die andere Seite auch noch. Es ist nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber wir müssen den Platz auch größer machen, noch irgendwie. Da muss ich nochmal schauen. Soll ich mit Flash nochmal quatschen jetzt? Wir haben es nach 6 Uhr. Hey John. Guten Tag, Ryo. Hope you enjoy yourself. Was gibt's denn eine Überraschung? I'm not telling you. Das sage ich dir nicht. Okay. I'll tell you what, you will have to wait for the sun to go down. Okay. Na gut, die Sonne ist noch ziemlich weit oben. Tja, dann, was mache ich denn dann? Ich glaube Feuerwerk. Da kommt der Abspann und das Spiel zu Ende. Nein! Hoffentlich nicht. So, ja, dann weiß ich nicht. Dann sammle ich einfach noch ein bisschen was, ne? Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen. Ich bin hier Workaholic. Ich muss Sachen sammeln und so und mich beschäftigen. Ich muss hier Dinge erledigen. So, ich hätte noch den Alpha Croc vielleicht erledigen sollen zwischendurch, wa? Okay. Brücken muss ich nochmal bauen. Wir müssen da mehr Brücken bauen. Das ist wichtig. So, ja, dann haben wir eine Episode noch Sakura, der hätte ich beinahe gesagt. Und ein bisschen mich hier rumwuseln. Ich nehme ja das Zeug gerade mit, weil dann können wir nochmal Tee herstellen. Morgen wollte ich eigentlich in die Mine. Das heißt, da geht da nicht mehr viel, ne? Ich kann nur hoffen, ich muss eigentlich mal gucken, wie viele Schlüssel wir haben und so. Und dass wir das Glück haben, dass wir auch genug Minen finden. Aber ich habe nicht genug Platz im Inventar, fürchte ich. Kriege ich das irgendwie hin? Ich weiß es noch nicht genau. Es wäre toll, wenn ich das auch so shapen könnte hier. Ach stimmt. Das hat der Nissi mir nochmal gesagt. Danke nochmal dafür. Ich habe das vergessen. Ich habe ja die Crop-Pötte gesetzt. Das könnten wir gerade noch machen. Weil die Sonne geht ja jetzt noch nicht unter. Da muss ja Fleisch rein. Ich habe auch was überlegt, da muss da nicht Köder rein. Dann dachte ich, nee, die setzt da einfach mal hin und dann ist gut, aber das funktioniert wirklich mit Köder. Anscheinend. Und ja, dann muss da Fleisch rein. Sonst kann ich natürlich das da schwimmen lassen und es passiert nichts. Ich weiß noch nicht genau, ob das in Shallow Water, also hier in dem flachen Wasser, stehen kann, muss, oder ob ich es halt wirklich in tiefes Wasser setzen kann. Aber ich kann halt nicht, wenn ich schwimme, kann ich es nicht setzen, was ein bisschen dumm ist, weil normal so gehören die Crabpot eigentlich auf dem Boden. Wenn es schon so realistisch ist, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Gucken wir mal. So, Fleisch muss ich da reinhauen, ne? Hier, Fleisch haben wir genug. Ich nehme mal zwei Fleisch hier raus, dann hauen wir die mal rein. Deswegen ist auch die Klappe offen, ne? Siehst du, jetzt ist die Klappe nämlich zu. Dann gib mir den mal mit. Ich probiere das mal gerade aus.
So, und dann die Crab-Hütte da hinsetzen. Okay, der schwimmt dann. Siehst du, der schwimmt? Okay. Und jetzt müssen wir 24 Stunden warten. Okay, wir gehen zurück. Die Sonne geht unter. Sun is setting, also gehen wir zurück. Und dann gucken wir, was Fletch noch für eine Überraschung für uns hat. Und das ist die Episode auch schon wieder rum. Dann haben wir tatsächlich noch alles geschafft. Habe ich das alles noch reingequetscht? Dass ich jetzt hier noch ein Relikt finden würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte schon mal eine Artefakt ist ja nicht, aber Fossil halt, ne? So, gucken wir mal. Oh, guck mal, die Lampen. Ich will auch sowas haben. So, Fletch, kann ich jetzt? Die Sonne ist untergegangen. Guten Tag, Ryo. Hope you're enjoying so viel. Was ist die Überraschung? I'm not telling you. I tell you what, you'll have to wait for the sun go down. The sun go down. The sun ist doch schon down. Da, guck mal hier. Da, da. Feuerwerk. Wow. Cool. Kann ich weiter rausscrollen? Nee, kann ich leider nicht. Feuerwerk. Ich kann nicht klatschen, oder? Kann ich klatschen? Nee, wahrscheinlich nicht. Kann ich, warte mal, kann ich hier ein Foto von machen? Ich habe ja, ich habe meine Kamera vergessen. Oh, ich muss zurück. Kamera, Kamera. Das sieht echt cool aus. Ich gehe mal gerade schnell zurück. Ich hoffe, das Feuerwerk bleibt noch ein bisschen. Muss meine Kamera finden. Schnell, schnell, schnell. Kamera, Kamera, Kamera. Kamera. Ich muss noch ein paar Fotos machen. Habe ich jetzt vergessen. Ich hätte mehr Fotos machen sollen. Das ist cool. Ich hoffe, das hält noch einen Moment an hier. Feuerwerk hatte ich recht, tatsächlich. Wenn jetzt sich alle nochmal zusammenrappeln würden hier, dann könnte ich mal ein tolles Foto machen. Kann ich noch reinzoomen? Nee. Doch, kann ich. Nein, nicht weggehen. Verdammt. Ich wollte gerade noch ein Foto machen. Es wäre toll, wenn jetzt noch mal ein bisschen Feuerwerk explodieren würde hier oben bei Fletch. Man sieht es halt nicht, ne? Okay. Wo ist denn Rain hin? Rain? Na, nicht weglaufen. Ist ja cool, wenn die auch irgendwie andere Klamotten anschauen. Komm, wir machen mal so. Rain sieht so ein bisschen einsam aus, muss ich zugeben. Okay. Hey Rain. Wow. I've like never seen the sky look so happy before. And I've spent a lot of time with my head in those clouds. Du hast nicht gedacht, dass der Himmel so freundlich, nein, so glücklich aussehen könnte. Und du hast sehr viel Zeit mit deinem Kopf in den Wolken verbracht. Ja, das ist ein guter Witz. I reckon some of my family would love to see something like this. Ich wette, einige meiner Familie würden das lieben, sowas zu sehen. Hey Owen, the sky is lovely. You reckon the animals around Sakura are bothered by it? Okay, ich weiß nicht genau, ne, ob die sich gestört fühlen würden. I doubt it. They are probably loving it too. Das ich zweifle daran. Sie werden es wahrscheinlich auch lieben. Ich weiß nicht genau. Können wir Flaschen mal reden? Oh, Ryo. How do you like the show in the sky? Magst du die Show im Himmel? Gefällt mir ziemlich gut. I had a little help getting it ready. Du hast ein wenig Hilfe bekommen. You should be able to see them all over Sakura for the rest of the night. Feel free to go wandering and check some of your favorite spots here on Sakura.
Danke für heute. I'll tell you what, no need to thank me. Everyone here tonight should be thanking you. Okay. You've done an amazing job bringing everything on Sakura together and help us all find a new home. I'm honored that you came with me on the airship all that time ago. Es ist echt schon ein Jahr her. Wow, wie die Zeit verfliegt, ne? Here to another beautiful year on Sakura. Ja, ich freue mich auch. Warte mal, ich mache noch ein Foto, ein Andenkenfoto. Okay. Nein, jetzt habe ich die Kamera gedroppt. Gib die Kamera wieder. Das wäre jetzt nicht so toll. Das wäre ein bisschen blöde gewesen. Wir können es überall in Sakura sehen. Ja, ich würde gerne ein paar Spots noch machen hier, aber... Naja. Ich versuche noch den richtigen Spot zu finden hier. Das sieht schon nice aus, ne? Ich krieg leider keinen guten Winkel hin. Ich würde mich gerne hier irgendwie draufstellen, hier auf so ein Haus. Aber ich glaube, du kannst dich hier nicht draufstellen. Du kannst überall einen Sakura sehen. Auch nicht schlecht. Bisschen Hilfe. Ja, die Frage ist, von wo hat sie Hilfe gekriegt, ne? Guck mal, die fliegen alle da so hoch. Das sieht schon schön aus. Ich würde auch gerne klatschen. Kann ich eigentlich Emotes machen? Das sieht ein bisschen creepy aus, muss ich zugeben. Also wenn das so weitergeht, dann... Oh. Wenn ich jetzt noch ein bisschen hinterhergehe, ja? Geht sie jetzt wieder weiter? Das interessiert mich jetzt. Sie steht einfach nur da. Jetzt guckst du nach oben. Das sieht total creepy aus. Ich gehe mal lieber wieder. Mach's gut, Rain. Ja, Rain, ich sag mal so, ist die einzige Dame hier, ne? Wenn ich mal gucke. Ja gut, Fletch auch noch. Aber Rain ist im Grunde genommen die einzige hier, mit der wir jetzt bald anwandeln können, habe ich so das Gefühl. Ich würde ja gerne die anderen Mädels hier noch auf die Insel kriegen. Weil Shayla ist noch da und, Boah, wer war's noch? Clover ist noch da und wie ist die andere nochmal? Hab ich vergessen. Anna? Warte mal, Pedia? Pedia. People. Julia ist auch noch da. Siehst du, Julia ist noch da. Sally war's. Okay, Sally war's. Ja, aber guck mal, wir haben noch vier Stück, die noch fehlen hier. Vier fehlen noch, vier Kandidaten. Männlich, weiblich, ich weiß nicht genau. Ich weiß noch nicht genau. Also hier haben wir zu wenig, die können noch nicht einziehen. Clover hat drei Herzen, Sally hat drei Herzen. Franklin hat drei Herzen. Ich habe aber die Befürchtung, das wird nicht reichen. Ich glaube, die brauchen mindestens ein Herz, oder? Ich hoffe mal, dass sie hier noch einziehen können, weil ich hätte gern schon ein paar mehr noch hier. Ich würde das gerne weiter ausbauen. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Na gut, mal gucken mal. Wir haben jetzt ein bisschen rumgehöppt am Sakura Day. Ich hoffe, das war okay für euch. Ich werde jetzt mal zurück nach Hause gehen. Werde das noch ein bisschen ausklingen lassen jetzt hier. Ist auch schon ein bisschen später. Morgen geht die Arbeit wieder los. Eigentlich muss die Arbeit noch weitergehen. Guck mal, jetzt kann er auch pennen hier. Guck mal, Roadrunner hat jetzt auch seine eigene Bude. Das habe ich auch noch hingekriegt jetzt hier endlich mal. Aber wir müssen ihm noch was zu futtern geben. Das funktioniert so nicht. Wir müssen ihm was zu futtern geben. Der braucht unbedingt Futter. Der ist hier schon seit einem Monat am Hungern. Das ist nicht gut. Da müssen wir mal schauen, dass wir das noch korrigieren. So, die Kamera packe ich noch weg. Hören wir das noch hier? Es wäre lustig, wenn wir das hier noch hören würden. Du kannst es hier noch hören. Cool. Na gut, lass es mal ausklingen. Ich guck mal, was wir noch geschafft haben. Ich glaube, viele haben wir nicht geschafft. Jetzt ist echt ein Jahr rum. Das Problem ist nur, ich weiß nicht genau, ob wir morgen noch was machen können. Ob Flash arbeitet morgen. Denn ich würde gerne für Farming noch ein bisschen was holen. Was ist da im Hintergrund? Schauen wir mal. Das war also Sakura Day, was ganz Besonderes. Ich bin froh, dass es noch weitergeht. Und was dabei rumkommt, sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.